bin Michael Miersch von der Deutschen Wildtierstiftung. Wir haben in Berlin auf der Straße mal die Menschen gefragt, was sie davon halten, dass die Wölfe wieder nach Deutschland zurückgekommen sind. Wie finden Sie das, dass in Deutschland immer mehr Wölfe gibt? Gut. Ja, warum denn eigentlich nicht? Ist natürlich für Förster oder Wald natürlich vielleicht nicht so günstig, aber sie gehörten eigentlich schon immer dazu. Und warum soll man sie jetzt unnötig wieder abschlachten? Ich finde es gut, dass die Population wieder aus Russland und Co. wieder zurückkommt, ja, so wie es mal war. Ja. Sie haben mehr Angst vor uns als wir vor denen. Ich weiß nicht, aber wie uns in Frankreich haben wir auch Loup. Und es geht relativ mal gut. Ich finde, Wölfe sind eine der coolsten Tiere, deswegen finde ich das echt nice. Und die Leute, die dagegen sind, was sagen Sie dazu? Ja, ich kann also so einen Schäfer verstehen, wenn er bloß einen Teil seiner Herde einbüßt und so weiter. Aber die anderen kann ich eigentlich nicht verstehen, denn Rotkäppchen und der Wolf ist ein Märchen. Straßenumfragen sind ja vom Zufall abhängig. Deswegen haben wir, die Deutsche Wildtierstiftung, das Institut für Demoskopie Allensbach gebeten, einmal eine repräsentative Umfrage zu machen. Herr Dr. Petersen, Sie haben 19 Tiere abgefragt und gefragt, wie die Deutschen dazu stehen. Was ist dabei rausgekommen? Also alles in allem sind die Deutschen schon sehr froh, dass eine ganze Reihe von Tieren zurückkehrt und die Mehrheit begrüßt das auch. Im Grunde heißt doch das Ergebnis dieser Nachfrage bei den 19 Tierarten, teilweise problematischen Tierarten, dass wir inzwischen wesentlich toleranter gegenüber Wildtieren sind als frühere Generationen. Und heute hat sich die Haltung zu den Wildtieren doch gedreht, kann man sagen. Also ich vermute das, wissen tun wir es nicht, denn leider kann man bei der Umfrageforschung rückwirkend keine Fragen stellen. Und man hätte vielleicht Anfang der 50er Jahre mal die gleiche Frage schon mal stellen können. Nur das haben wir eben nicht, deswegen habe ich keinen wirklichen Vergleich. Ich glaube aber, dass unsere Lebenssituation heute eine so andere ist als die noch unserer Großeltern, dass einen das nicht allzu sehr wundern darf. Und heute leben wir unter so komfortablen und sehr vorzüglichen und sicheren Verhältnissen, dass wir nur noch ganz selten spüren, wie gefährlich die Natur eben auch sein kann. Stichwort gefährlich. Mir ist aufgefallen, dass Wildschwein offensichtlich als problematischer angesehen wird als der Wolf. Auch da kann ich nur spekulieren, aber mir kommt das gar nicht so abwegig vor. Wildschweine sind ja in der Tat nie gefährdet gewesen. Und der ein oder andere ist vielleicht schon mal einem begegnet. Und wenn so ein Wildschwein den Vorgarten durchwühlt, dann merkt man, dass das doch auch problematisch sein kann. Ja? Also Wildschweine sind doch ein wesentlich alltäglicher Bestandteil unserer Natur, als es Wölfe zumindest lange Zeit waren. Aber Sie haben auch gefragt, was ist im Konfliktfall? Ja, wir haben ganz bewusst gesagt, es reicht eigentlich nicht zu fragen, mögt ihr Wildtiere? Und dann sagen alle Hurra. Sondern in der Praxis ist es ja so, dass der Schutz der Wildtiere im Konflikt mit anderen Zielen steht. Stellen Sie sich mal vor, da soll eine Umgehungsstraße gebaut werden. Und diese ist auch wichtig. Diese Umgehungsstraße würde allerdings durch ein Naturschutzgebiet führen, in dem seltene Feldhamster leben. Es gibt verschiedene Varianten der Frage. Mal haben wir nach seltenen Vögeln gefragt, mal nach seltenen Fröschen und einmal auch nach seltenen Felshamstern. Und dann kommt die Frage, welche Ansicht sind Sie, was wäre jetzt wichtig? Muss die Straße dennoch gebaut werden? Hat das Interesse der Menschen Vorrang? Oder muss unter diesen Bedingungen auf den Bau verzichtet werden? Und da zeigt sich die Bevölkerung gespalten. Eine relative Mehrheit sagt, also da haben dann die Menschen doch Vorrang. Auch bei allen vier Arten von Tieren, die wir gefragt haben, mit geringen Unterschieden. Aber eine beträchtliche, nicht viel kleinere Minderheit sagt auch, dann darf die Straße eben nicht gebaut werden. Also das ist ein echter Konflikt und den spüren die Menschen auch. Also deutlich ist, in dem Moment, wo es ein Entweder-Oder gibt, sind doch die Belange des Menschen, den meisten Menschen, dann doch wichtiger. Ja, aber einer beträchtlichen Minderheit auch nicht. Also das ist, man merkt, da ist eine Güterabwägung und die ist dann eben nicht mehr so leicht, als allgemein die Zuwanderung von Wildtieren zu befürworten. Jetzt haben Sie auch differenziert nach Alter und Wohnort zum Beispiel. Also eigentlich teilt sich die Bevölkerung in eine jüngere und eine ältere Hälfte. Das stimmt, die 30- bis 44-Jährigen, da ist es etwas mehr als bei den unter 30-Jährigen. Aber der eigentliche Bruch liegt so ja, in der Mitte. Ja, die jüngere Hälfte der Bevölkerung sagt überwiegend, ich begrüße die Rückkehr der Wölfe. Die ältere Generation ist spürbar skeptischer. Auch da kann ich nur spekulieren, warum es so ist. Ich vermute, dass die ältere Generation eben auch noch näher an der Überlieferung dran ist und auch noch mal eher von den Großeltern vielleicht von Problemen mit Wildtieren gehört hat, als jetzt eine junge Generation, die sozusagen in der ganz sicheren, großstädtisch aufgerüsteten Welt der Gegenwart groß geworden ist.
Jetzt haben Sie ja auch differenziert in Wohnort, also ländliche Gebiete und städtische Gebiete. Überraschenderweise ist der Unterschied gar nicht so groß. Also da war ich auch überrascht. Er ist vorhanden, es ist auch in der Richtung, wie man es vermuten würde. Das heißt, in der Stadt wird unbefangener sozusagen auf die Rückkehr der Wildtiere geschaut. Auf dem Land sind die Menschen etwas skeptischer. Aber der Unterschied ist in der Tat gering und ich erkläre es mir dadurch, dass sich im Grunde der Unterschied zwischen Stadt- und Landleben in den letzten Jahrzehnten ganz stark eingeebnet hat. Natürlich habe ich auf dem Land einen Wald in der Nähe und gucke auf eine Wiese, aber auch da wohne ich in einem voll ausgestatteten Haus, habe ein Auto, um die Ecke ist der Supermarkt. Das tägliche Leben, und das, also ich merke es, wenn ich hier in Berlin bin, ich selbst lebe in einer ländlichen Gegend in Baden-Württemberg, also ob ich jetzt hier wohne oder in einem Berliner Stadtrandviertel, ist für den Alltag kein wesentlicher Grundunterschied. Können Sie aus der Summe der ganzen Fragen und Antworten eine Tendenz ziehen, ein Fazit oder können wir einen Trend sehen darin? Na, einen Trend können wir noch nicht sehen, weil wir jetzt einmal gefragt haben. Ja, ob es jetzt mehr oder weniger wird, das kann man nicht sagen. Aber ich finde schon, dass die Zahlen alles in allem eine sehr hohe Freundlichkeit den Wildtieren gegenüber zeigen. Bei allen Tieren sagt eine Mehrheit, entweder sie sollten streng geschützt werden und sich ungehindert ausbreiten dürfen, oder sie sollten zumindest geschützt werden, wenn auch die Ausbreitung ein bisschen kontrolliert werden müsse. Und es sind Minderheiten bei allen Arten, durchaus auch bei den problematischen, die sagen, nein, also die sollten besser nicht ins Land kommen. Und da merkt man dann schon, ja, also die Erfahrungen mit dem bösen Wolf und den gefährlichen Bären, die sind eben doch sehr stark in der Geschichte versunken. Vielen Dank. Gern. Die genauen Ergebnisse und die Details dieser repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach können Sie auf der Website der Deutschen Wildtierstiftung nachlesen, www.deutschewildtierstiftung.de.